Die Leute, die das da rangeschrieben haben, die sind verflucht. Warum das so ist, das sage ich später. Ich möchte erstmal kurz erklären, was hier eigentlich los ist. Hier sind Schmierereien. Hier sind Schmierereien, die da an die Wand gekommen sind. Aufgrund der Wahlen. Also das müssen entweder Landtagswahlen oder EU-Wahlen gewesen sein. Das erste, was da dran stand, war eben vor vielen Jahren schon 1.9. FDP. Und jetzt kurz vor der Landtagswahl in Sachsen kam jetzt das P weg und vor das F wurde ein A geschrieben. Jetzt stand da eben dran 1.9. AfD. Und man sieht so grundsätzlich erstmal, auf was die Leute hier hoffen. Auf was hoffen sie? Auf irgendwelche Sachen, die durch Parteien gerichtet werden. Und es ist zwar relativ natürlich, dass es passiert, aber es ist eben nicht Gottes Wille, es ist nicht Gottes Plan. Und als ich da dran vorbeigefahren bin, jedes Mal, ich bin ein paar Mal dran vorbeigefahren, an diesem Haus, da ist mir ein Bibelvers in den Sinn gekommen und den möchte ich euch gerne mal vorlesen, weil ich denke, der beschreibt ganz gut, was hier passiert bei sowas. Ich hole jetzt mal schnell die Bibel raus aus meiner Tasche und dann möchte ich das mal kurz lesen für euch. Der Bibeltext, der steht in Jeremia 17, wenn jemand also mitlesen möchte. Ich schlage das mal schnell auf. Jeremia 17. Da geht es um Folgendes. Ich lese das hier aus einer Lutherbibel. Ab Vers 5, so sagt der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch für seinen Arm hält und mit seinem Herzen vom Herrn abweicht. Der wird wie ein Strauch in der Wüste sein und wird den zukünftigen Trost nicht sehen, sondern wird in der Dürre bleiben, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Land, in dem niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt und ein Bach gewurzelt. Wenn Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter, die bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Es ist das Herz ein trügerisches und unheilbares Ding, wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe jedem nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Also daran habe ich gedacht, dass jeder, der auf Menschen vertraut, verflucht ist. Ja? Wer Fleisch zu seinem Arm macht. Ja? Also wer vertraut darauf, dass durch Menschen, durch Parteien, durch solche Sachen sich irgendwas verändert, der ist verflucht. Der steht unter einem Fluch Gottes. Nicht unter einem Fluch des Teufels, von irgendwelchen Leuten, Okkultisten oder sonst was, sondern der steht unter dem Fluch Gottes. Wer auf Menschen vertraut. Und verflucht ist derjenige, der Fleisch zu seinem Arm macht, also der eine Verlängerung seines Armes sucht, der bei irgendetwas Hilfe braucht und dafür irgendwelche Geschöpfe, irgendwelche Menschen nutzt, gebraucht. Es geht hier nicht darum, dass ich am Tisch sitze und mir die Butter reichen lasse oder darum, dass wenn ich etwas Schweres habe, was ich tragen muss, jemanden anderen frage, sondern es geht hier um existenzielle Sachen, wo Leute ihr Vertrauen auf Menschen setzen, auf Parteien, auf irgendwelche Leute, die auch nur sündige, fehlbare, nicht allmächtige Leute sind. Wesen, die eben Geschöpfe sind, die genauso auf die Toilette gehen, die genauso ihre Sorgen und Probleme haben, die genauso irgendwann sterben werden, die genauso das Risiko haben, an irgendwelchen degenerativen Krankheiten, an vererblichen Sachen oder sonst was zu sterben. Wer so jemanden zu seiner Hilfe macht, zu seiner Hoffnung, zu seinem Anker im Leben, der ist verflucht vom Herrn. Und der wird es sehen,
dadurch, dass er eben wie ein dürrer Busch wird. Ja, in anderer Übersetzung steht sowas wie ein Entblößter, weil dieses Wort eben heißt, es ist ein dürrer Busch. Das ist irgendwas sehr Klappriges. Ja, jemand, der sehr klapprig ist in der Wüste, in einem salzigen Land, in einer Einöde, die unfruchtbar ist. Da wird so jemand leben und wird die kommende Hoffnung nicht sehen. Jemand, der also jetzt, in diesem Moment, schnell eine Lösung für seine Probleme sucht, der wird später seine Hoffnung nicht von Gott bekommen. Der wird nicht später den Trost haben, sondern der wird in der Einöde sein. Und auch das weist im Prinzip schon auf das kommende Gericht hin, auf den Feuersee, in dem jeder landet, der eben nicht Gott vertraut. Und das Interessante ist, dass eben in diesem Vers es heißt, dass verflucht ist derjenige, der auf Menschen vertraut, Fleisch zu seinem Arm macht und der vom Herrn abweicht. Das heißt, alle drei Sachen sind im Prinzip korrelierend oder sind ein und dasselbe. Jemand, der auf Menschen vertraut, der kann nicht auf Gott vertrauen, sondern der ist schon vom Herrn abgewichen, der ist von Gott abgewichen, der hat sein Vertrauen in eine Partei gelegt und deshalb kannst du großartige Hoffnungen, die du mit einer Partei verbindest, nicht mit einer Nachfolge von Jesus verbinden. Du kannst vielleicht spekulieren, dass durch bestimmte konservative Parteien bestimmte Züge des Gebotes Gottes wieder hergestellt werden. Aber die AfD ist nicht, auch die FDP, keine andere Partei ist dafür geeignet, die Jüngerschaft Jesu zu befördern, sondern allein Gott kann das. Und ich glaube, es war diese Woche, ein Video gesehen, ein Vortrag von jemandem, der aufgezeigt hat, was die frühen Gläubigen gehalten haben vom Kriegsdienst, vom Krieg. Das war sehr interessant. Der Mann hat sich mit den altertümlichen Schriften, den antiken Zeugnissen der frühen Gläubigen beschäftigt. Und darunter waren viele Leute, eigentlich haben die immer dasselbe gesagt, bis 300 Jahre nach Christus. Und das hieß, dass Leute, wir sind hier in Rom, wir leben hier im Römischen Reich, aber wir werden keinen Kriegsdienst tun, denn Jesus hat uns gesagt, wer das Schwert aufnehmen wird, der wird durchs Schwert fallen. Und wir sollen keinen töten, das ist ein göttliches Gebot. Ja, wir sollen Frieden mit allen Menschen haben. Und deshalb werden wir uns strikt weigern, wenn der Kaiser uns zwingt, in den Krieg zu ziehen. Ja, auch das mal so als Nebenbei-Bemerkung für diejenigen, die sagen, ja, Ukraine-Krieg, alles super und wir brauchen die Bundeswehr, wir müssen dahin, wir müssen unsere Söhne dahin schicken. Nein, wer sowas tut, der ist kein Gläubiger, der ist abgefallen vom Glauben. Solche Leute sind früher abgelehnt worden, getauft zu werden, wenn sie gesagt haben, ich will getauft werden, aber ich möchte Soldat werden. Die sind abgelehnt worden, genauso wie andere Leute, die eben verrufene Sachen getan haben, zum Beispiel Schauspieler sollten ihre Schauspieltätigkeit aufgeben, ansonsten wären sie abgelehnt worden, untergetaucht zu werden in ein neues Leben mit Jesus. Und genauso ist es eben mit den Soldaten auch gewesen. Die mussten also fortan aufhören zu töten. So, und bei diesen war das sehr interessant, bei diesen frühen Gläubigen, weil die haben eben nämlich auch gesagt, Leute, es war einer, ein ganz spezieller, ich weiß nicht mehr welcher Schriftsteller das war, aber der hat im Prinzip apologetisch geschrieben an die römische Gesellschaft, Leute, ihr verfolgt uns, ihr bringt uns hier um, weil wir nicht andere töten wollen, weil wir nicht uns verpflichten wollen als Soldaten. Aber gleichzeitig haben wir in den letzten 200, 300 Jahren dafür aktiv gesorgt, dass gar keine Kriege herrschten im Römischen Reich. Das heißt, in den frühen Jahren, wo die ersten Gläubigen an Jesus unterwegs waren, sind die tatsächlich, und da hat er sich darauf bezogen, dieser Schriftsteller, sind die tatsächlich so vorgegangen, dem Gebot von Paulus zu folgen, was heißt, dass zuallererst er möchte, dass Gebet, Flehen, Danken, Dankgebete, Fürbitte gesprochen wird, gebracht wird, vorgebracht vor Gott für alle Menschen, vor allen Dingen für die Könige, für die Machthaber, die Herrscher auf Erden,
damit wir ein gottesfürchtiges, stilles, ruhiges, friedliches Leben führen können. Und das haben sie gemacht, darauf hat sich der Schreiber bezogen. Und diese Leute hatten tatsächlich gebetet und haben dafür gesorgt, dass das Römische Reich keinerlei Kriegstätigkeiten zu führen hatte, dass die Angriffe so gut wie null waren. Und dort, wo es ein paar Scharmützel gab an den Grenzen des Römischen Reiches, da sind diese Sachen sehr, sehr schnell erstickt worden im Keim. Und das hat dieser Schreiber im Prinzip den Gebeten der Gläubigen, der Heiligen, zugeordnet. So, und das Interessante ist, dass da an der Stelle eben irgendwann der Kaiser Konstantin kam, um 300 nach Christus, und der hat den christlichen Glauben missbraucht und hat daraus eine Staatsreligion gemacht, hat sie vermischt mit den heidnischen Glaubensriten und hat daraus die römisch-katholische Kirche gemacht, beziehungsweise hat sie sozusagen begonnen, diesen Sumpf, diesen Pfuhl der Dämonen und unreinen Geister, den wir heute Vatikan nennen, und wo das katholische System sagt, dass es ja die älteste Kirche ist, die originale Kirche, das ist absolut gelogen. Wir haben viele Zeugnisse von Schriftstellern, die eben Traditionen von Nordafrika zum Beispiel haben, von den Gläubigen an Jesus. Und die haben sich gewehrt gegen diese Art von katholischer Irrlehre, die dann aufkam, schon ein bisschen vorher, vor Konstantin, wo Leute gesagt haben, wir sind die Katholiken, wir sind die einzig wahren, umfassenden, umspannenden Gläubigen. Wir sind die einzige Kirche und jeder, der bei uns nicht mitmachen will, der ist halt kein richtiger Gläubiger. Das ist eigentlich wie so Kindergarten-Sandkasten-Mentalität. Wenn du mit mir nicht spielen willst, dann bin ich nicht dein Freund. Und das haben sie da gemacht. Und da haben diejenigen nicht mitgemacht. Also nur mal ein paar zu nennen. Ich glaube, Tertullian und die... ich komme jetzt nicht auf den Namen. Da gab es eine spezielle Gruppe von Gläubigen, die eben sich da wirklich gewehrt haben. Gibt es auch ein schönes Buch, was sich damit befasst, wie immer die Minderheit der Gläubigen im Prinzip auf dem richtigen Weg war und verfolgt wurde durch alle Zeiten hindurch. Wie damals vor 2000 Jahren, auch heute noch. Broadbent hat das Buch geschrieben. Ich glaube, es heißt Pilgrim Church, heißt es auf Englisch. Also Gemeinde Jesu Christi. Ich verlinke das mal, das Buch. Und ja, als dieser Kaiser damit durchkam, den Glauben an Jesus zu missbrauchen, um eine falsche Religion zu bringen, da ist plötzlich so geworden, dass die sogenannten Christen plötzlich rausgeflogen sind aus ihrer Kirche, wenn sie als Soldaten nicht mehr ihren Kriegsdienst tun wollten und nicht mehr töten wollten. Da sind sie rausgeflogen und jeder, der ein Heide war, wurde rausgeschmissen aus dem Heer des Römischen Reiches. Das heißt, da waren nur noch Christen drin, die dann andere töten sollten. Also nicht töten, sondern tatsächlich töten, nicht nur in Anführungszeichen. Und das Interessante ist, dass innerhalb von einigen Jahrzehnten plötzlich dieser Friede weg war. Und es gab viele, viele Kriege, es gab viele Angriffe von außen auf das Römische Reich. Und das ist also laut dieses Sprechers, der diesen Vortrag gehalten hat, darauf zurückzuführen, dass die Gläubigen eben aufgehört haben zu beten für die Politik, für die Machthaber, die Herrscher. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass wir nicht darauf vertrauen sollten und hoffen sollten, dass wenn ich jetzt die AfD wähle oder irgendjemanden anderen wähle, dass jetzt sich alles ändern wird und plötzlich haben diese Menschen nur noch, also oder plötzlich haben überhaupt Menschen nur noch gute Ideen und guten Willen und denken nur noch an andere und niemals an sich selber und bereichern sich ja auch gar nicht, wenn sie an die Macht kommen, ja? Überleg doch mal, denk doch mal nach, was Jesus gesagt hat. Die Herrscher, die Könige dieser Erde, dieser Völker, unterdrücken sie, beuten sie aus und lassen sich dann noch als Wohltäter beweihräuchern. So soll es aber unter euch nicht sein, sondern wer der Erste sein will unter euch, der soll der Geringste sein und derjenige, der der Größte sein will, der soll der Diener aller werden, der Sklave aller, der Pizza-Auslieferer, der Laufjunge für alle. Das hat Jesus gesagt. Und jetzt auf menschliche Politik zu vertrauen,
bringt gar nichts. Das, was tatsächlich etwas gebracht hat, so wie damals, ist, auf Gott zu vertrauen und zu beten für die Politik. Ja, es gibt auch noch eine andere Situation, die war, bevor Konstantin diese konstantinische Wende eingeleitet hat, wo tatsächlich die Gläubigen noch unterwegs waren, vorher, und wurden verfolgt, und hinterher sind die Gläubigen, wurde versucht, sie zu assimilieren mit der falschen Religion. Und bevor das passiert ist, als also die römischen Kaiser sich noch als Götter hingestellt haben, ganz öffentlich, so wie ja heute ganz verdeckt im Prinzip der Papst, der sogenannte Pontifex, sich als Vater hinstellt, als Stellvertreter Jesu auf Erden, was ja der Heilige Geist ist. Ja? Also ein Antichrist, noch und nöcher. Aber jedenfalls in der Zeit, wo die Gläubigen an Jesus noch verfolgt wurden von den römischen Kaisern, da gab es eine Situation, wo das römische Heer belagert wurde. Und es war ziemlich schwierig, es war eine Dürre, das heißt, das Wasser ist ausgegangen in der Befestigung, und der Kaiser hatte keine Idee, was hier eigentlich los ist. Ja, und hat überlegt, Mensch, sind die Götter uns denn nicht gut gesonnen? Wer könnte das nur sein? Wir beten doch alle Zeit, auch von staatlicher Seite her, alle Götter. Ne? So hat der Kaiser gedacht. Wir beten doch alle Götter an, die wir nur brauchen, um hier die Gunst zu bekommen. Was ist hier nur los? Und dann dachte er an die Christen. Denn die Christen waren als Atheisten verschrien, als Gottlose, als Heiden. Denn sie hatten keinerlei Tempel. Ja? Sie haben keinerlei Gotteshäuser gehabt, damals. Sie hatten keinerlei Standbilder, Götzen gehabt. Ja? So wie heute in den Kirchen stehen, in den Staatskirchen. Diese Götzen hatten sie nicht. Sie hatten keinen großen Klerus. Ja, da war keinerlei äußerliches Zeichen dafür, dass diese Leute irgendeinen Gott verehrt hätten. Und deshalb sind sie als Atheisten verschrien worden. Also hat er sie hinzitiert zu sich und hat ihnen also vorgeworfen, dass sie dafür verantwortlich zu machen wären, dass das Römische Reich hier belagert wird, oder beziehungsweise dieses römische Heer, diese Stadt. Und was passiert ist, ist, dass diese Gläubigen sofort auf die Knie gefallen sind und zu ihrem Herrn gebetet, zu dem Herrn im Himmel. Und haben dafür gebetet, dass das Römische Reich, dass die Soldaten gerettet werden, dass keiner davon stirbt, von diesen Leuten, und dass endlich die Feinde weggeschickt werden, dass sie verlieren, haushoch, dass sie demoralisiert werden und so weiter. Und was dann passiert ist, und das ist auch durch andere Quellen belegt, durch mehrere, dass es angefangen hat zu regnen über diese Stadt, die belagert wurde. Und über dem feindlichen Heer ist es als Hagel niedergegangen. Und die sind sozusagen dadurch in das Hintertreffen geraten. Also hier sieht man ein Beispiel aus alten Zeiten, was die Gläubigen von Jesus gemacht haben und was das für einen Einfluss hatte auf die Politik, auf das weltliche Leben. Wir haben mehr Macht als die Politiker, als Gläubige Jesu Christi. Wir sind versetzt in himmlische Orte. Das ist, was in Ephesus geschrieben wurde, durch Paulus. Wir sind versetzt in himmlische Orte. Glauben wir das? Glaubst du das? Glaubst du, dass du die nächste Pandemie stoppen könntest? Wir haben das gesehen, dass eine Pandemie aufgehört hat, weil wir gebetet haben, dass die böse politische Wissenschaft, die Statistiklügen der Infektionszahlen, dass die bösartige Verbreitung von Krankheiten, die mit C anfangen, gestoppt werden durch, wir haben das tatsächlich gebetet, dass Gott Dämonen auf andere Dämonen schickt, dass er sie zwingt, gegeneinander zu kämpfen, denn dann kann dieses Haus nicht mehr bestehen, sagt Jesus. Und wir haben die Geister des Krieges darauf geschickt, ohne konkret an irgendetwas zu denken, an irgendeinen Staat, an irgendeine Nation. Wir haben das 3 Wochen gemacht, im Februar 2022. Das ist tatsächlich nachvollziehbar für jeden. Wir haben diese Sachen öffentlich dazu aufgerufen, das zu beten. Wir haben öffentlich diese Sachen im Internet, wo wir dazu aufgerufen haben, zu beten. Wir haben das Material damals schon zur Verfügung gestellt. Wir haben das gebetet 3 Wochen lang mit verschiedenen anderen Geschwistern.
was passiert. Putin ist in die Ukraine rein und die ersten Raketen, die gelandet sind, sind auf die ehemaligen sowjetischen Biowaffenlabore in der Ukraine gelandet. Den Rest kann man sich vorstellen. Den möchte ich hier nicht weiter erzählen auf YouTube. So, hast du den Glauben, dass du die nächste Pandemie, die jemand durchpeitschen will, stoppen kannst? Durch deinen Glauben, den Jesus dir gibt. Durch den Glauben Jesu. Denn Jesus hat gesagt, wenn ihr Glauben hättet, so viel wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu diesem Berg hier sagen, heb dich weg, wirft ihn ins Meer. Brauchen wir das geologische und geografische Versetzen von Bergen? Vielleicht, manchmal. Aber brauchen wir vielmehr das Versetzen von Nationen, das Versetzen von Pandemien, das Versetzen von Ideologien, von Organisationen, von Finanzmitteln, die plötzlich crashen? Ja, ganz sicher. Brauchen wir Informationen darüber? Ganz sicher. Kann Gott uns beides geben? Ganz sicher. Vertraust du auf Gott? Oder vertraust du auf Menschen? Machst du Fleisch zu deinem Arm? Willst du lieber auf Demos gehen und versuchen, irgendeine Pandemie zu stoppen? Du hast gesehen, was passiert ist. Leute wurden zusammengeknüppelt und es ist nur Rebellion daraus entstanden. Hass, gegenseitiger Hass. Was hat funktioniert? Das Gebet. Du musst tatsächlich Buße tun darüber, wenn du Menschen zu deinem verlängerten Arm gemacht hast, wenn du darauf gehofft hast, auf Parteien, dass sie irgendwas verändern werden groß, dass sie die große Wende bringen. Diejenigen, die nicht mal über Gott reden, diejenigen, die selber im Finanzsystem ganz tief drinstecken, ja, wie zum Beispiel alles, ganz tief, die selber im Prinzip nur Puppen sind, so wie alle anderen. Puppen des Teufels, Puppen der Finanzen, Puppen des Vatikan, der Jesuiten, der 13 satanischen Familienlinien, Pepe Orsini und anderen. Da musst du Buße tun darüber. Aber gesegnet ist der Mann, der auf Gott vertraut, denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, am Bach. Und selbst in der Dürre wird er immer grüne Blätter haben und Früchte wird er bringen, selbst in einem schlechten Jahr. Glaubst du das? Du brauchst Glauben. Wenn du keinen hast, musst du umkehren. Du musst von Neuem geboren werden. Wenn du das noch nicht gesehen hast in deinem Leben, dass der Herr dein Leben erneuert hat, dann musst du von Neuem geboren werden. Denn das Herz ist trügerisch und keiner kann es ergründen. Keiner kann die Motivation, keiner kann die Bösartigkeit, den Egoismus und all das ergründen, was in seinem eigenen Herzen steckt. Nur Gott kann es ergründen. Jesus kann das ergründen und kann dir Buße schenken. Wenn du so ein Fake-Christ bist, der denkt, er muss die Politik zu seinem Arm machen. Wenn du ein Fake-Christ bist, der die Bundeswehr oder irgendwelche Waffen oder sonst was zu seiner Hoffnung macht, dann musst du umkehren, wiedergeboren werden. Du musst von Neuem geboren werden, aus Wasser und Geist. Da ist Wasser, da kannst du reinsteigen. Wenn du sagst, Jesus, ich will mein Leben abgeben. Ich will nicht mehr. So will ich nicht weitermachen. Wenn du alles aufgibst, dein Leben, wenn du es hast, deine Prägung, all das, was dich ausmacht, dein Charakter, denn dein Herz ist sehr trügerisch, sehr übel, du unheilbar krank. Und deswegen brauchst du die Heilung, die nur von Gott kommen kann. Durch eine Erneuerung, die erst geschehen kann, wenn du dir selber stirbst, wenn du deinem Leben stirbst, wenn du dein Leben, deinen Willen, deine Ideen vorne am Eingang abgibst. In der Garderobe. Da aufhängst. Und das passiert da am Wasser. Da ist das schmale Tor, die schmale Pforte zum Königreich Gottes hinein. Denn dort bist du null. Zero. Da musst du durch. Durch den Nullpunkt, den Todpunkt. Und dann hast du den göttlichen Glauben, die göttliche Buße,
dann kannst du das göttliche Leben bekommen durch den Heiligen Geist, der in dir einzieht. Durch offensichtliche Zeichen des Sprechens in Zungen, in anderen Sprachen. Nicht nur ein Brabbeln, ein sinnloses Brabbeln, sondern tatsächliche Sprachen der Engel, teilweise auch der Menschen. Durch das Auflegen der Hände auf Kranke und Schwache oder dämonisierte Leute, die dann frei werden, die geheilt werden. Das Austreiben von Dämonen, das Wegheben von Schlangen, von größeren Dämonen vielleicht sogar, ja? Welche der Pandemie, welche des Krieges, die kann man ein bisschen aufeinander schicken. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Wer diese Zeichen nicht hat, der muss sich fragen, ob er denn glaubt. Und der wird auch gefragt werden vom Herrn, hast du geglaubt? Denn Jesus sagt, wenn der Menschensohn auf diese Erde kommt, wird er Glauben finden. So einen Glauben, wie die Witwe hatte, die ständig, täglich, mehrmals zum Richter gegangen ist, regelmäßig. Und gesagt hat, verschaff mir endlich Recht gegen meinen Widersacher. Diese Art von Glauben, wird Jesus diese Art von Glauben noch finden, der Menschensohn? Wenn er wiederkommt am Ende der Welt? Das ist die Frage. Willst du gern einer davon sein? Möchte der Herr dir den Willen schenken dazu? Sei gesegnet. Bis bald.